Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void Whispers of Oblivion bzw. Stimmen des Untergrunds? Abgrunds? Ich vergesse jedes Mal den deutschen Namen. Wir sind in der dritten und letzten Mission und hören uns das Meeting an. Die Templer werden den Eingang bewachen, während ihr und eure Hetzer ins Innere des Tempels vordringt. Möge Tassadars Schatten euch verbergen, mein Freund. Ja, die Meetings waren auch mal länger. Na gut. Versperrt den Zugang! Ich werde mit dem Meister in Kontakt treten. Wie die Klinge Amons befiehlt! Zeratul, die Tal'Darim haben ihre Offensive gestartet. Hybriden greifen unsere Truppen an. Seid ihr sicher ins Innere des Tempels vorgedrungen? Ja, doch der Zugang wurde versiegelt. Die Tal'Darim wollen verhindern, dass wir diesen Bereich betreten. Meine Templer befinden sich im Gefecht mit dem Gegner. Ihr müsst in der Zwischenzeit ohne uns auskommen. Ich werde versuchen, so gut es geht, eure Bewegungen nachzuverfolgen. Krieger, wir müssen weiter. Das Schicksal der Galaxie hängt davon ab. Ja, wir haben ein paar Stalker zur Auswahl. So wie Zeratul mit seinen Fähigkeiten, wie auch schon aus Wings of Liberty, aber na gut. Dann können wir ihn wenigstens einfach steuern. Wir gehen mal mit ihm vor, weil er ist ja unsichtbar und wir haben hier direkt ein paar Opfergegner. Ja, die können eigentlich nicht viel machen dagegen. Kraftfelder. Wir müssen sie mit Transit überwinden. Müssen tun wir gar nichts, aber es wäre wahrscheinlich klüger. In einer Zeit des Chaos. Ja, machen wir erstmal die Gegner hier platt. Weg mit der Sentry, die ich im letzten Video, glaube ich, durchgehend Probes genannt habe, aber gut. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns mal darum. So, auf Wiedersehen. War doch ganz einfach. Die Photonenkanone könnte mich enttarnen. Doch wenn ich uns in einen leeren Schild hülle, sind wir vor ihrem Angriff geschützt. Dann machen wir das doch mal. Die Prophezeiung weist uns auf Wiedersehen. Ja, ganz viel bringt er nicht, aber ein bisschen was. Euch gehört meine Ecke. In dieser Richtung kommen wir nicht weiter. Bietet es. Ein Unsterblicher. Ich sollte ihn mit einem einzigen Schattenhieb ausschalten können. Ja, wir haben eine neue Fähigkeit. Und die ist anscheinend ziemlich OP. 500 Schaden. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Kontrollpunkte reich. Als wenn wir die bis jetzt benutzt hätten. Die haben Luftabwehrgeschütze auf den Außenmauern des Tempels errichtet. Zerstört sie, Zeratul, damit ich euch Verstärkung schicken kann. So, machen wir mal alles putti putti. Ja, Zeratul. Pass doch auf mit deinem Leben. So, machen wir mal hier alles kaputt. Wie viel Schaden macht der eigentlich? 45 und 70 gegen gepanzert. Das heißt, das hier sollte ganz schnell down sein. Hervorragend. Ich sende euch jetzt Verstärkung. Verstärkung? Ah, ein Warprism. Und drei Stalker. Na gut. Sind nicht viele, aber immerhin. Haben noch keinen verloren. Das ist erstmal gut. Mein Schattenhieb wird euer Untergang sein, Monstrosität. Ich glaube, den brauchen wir nicht, Meier. Ich bin Shosak. Ja, so geht das nämlich auch. Ja, das gefällt mir noch. So, locken wir den mal an. Hauen damit ab. So geht das nämlich auch, habe ich gehört. Ja, wenn man die Spielmechaniken kennt, dann kann man so ein paar Tricks anwenden, die vielleicht nicht so gedacht sind. Nein! Ah. Ja, wir haben einen Stalker verloren. War natürlich mit Absicht, damit wir wieder... Ich spüre einen Beobachter in der Nähe. Er könnte mich enttarnen. Wir sollten ihm ausweichen. Damit wir wieder eine kleinere Armee haben, die leichter zu kontrollieren ist.
Ich so, auf Wiedersehen. Und tschüss. Passen wir auf, dass wir davon nicht eingefangen werden. Das ist schon schwer. Wenn ich Zeratul nicht auswähle, sehe ich auch nicht den Radius des Observers. Das finde ich ein bisschen morgs, aber na gut. Tschüss. Mach den mal kaputt. So, währenddessen teleportieren wir die hier rüber. Und sie teleportieren sich natürlich genau da rein. Mach die bitte kaputt. Ja, das war halt wirklich so optimal. Da habe ich sie schon einzeln rüber geblinkt und sie blinken trotzdem noch wie doof. Besser ist, wenn man dann einen kontrollierten Blink macht. So, weg. Scheiß Immortal. Da wäre es beinahe wieder soweit gewesen. Und wir haben noch einen Stalker verloren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es dennoch noch schaffen können. Was ist das? Ach, der Kenne. Weg damit. Wow. Tatsächlich konnten wir noch drei abhalten. Darf nicht weiter vordringen. So, tschüss. Wenn ich nicht irre, müsste sich voraus ein weiteres Geschütz der Tal'Darin befinden. Wiegt meine Bürde. Ich glaube, dass wir das einfach so ausschalten können. Und dann die Flugzeuge mit rauslocken. Das ist wunderbar. Ja, Scouts machen kaum Schaden gegen Bodeneinheiten. Deswegen gucken wir einfach mal zu, wie unsere Stalker die weg-DPSen. Wobei Stalker nicht wirklich bekannt sind für DPS. Aber das kriegen sie dann hin. So, dann neue Einheiten. Jetzt ist es nämlich gerade bitter nötig nach den Verlusten, die wir gemacht haben. Wie ich sehe, habt ihr ein weiteres Geschütz zerstört. Ausgezeichnet. Oh ja. Verstärkung ist unterwegs. Was ist euer Kall? Ich suche den Saar. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Templern soll, weil die haben keinen Blink, aber na gut, nehme ich. Shosak Moknu, meine Aufgabe. Schwer wiegt. Auf die Gefahr hin, dass jetzt ganz viele Gegner kommen, gehe ich da mal drauf. Rashagal erklärt euch. Von dieser Stelle aus ist die zentrale Kammer einsehbar. Dort muss Malash sich verstecken. Gar nicht mal so gut aus. Heilsbringer, die Terraner haben versagt. Sie haben diese Eindringlinge hierher geführt. Das große Werk ist gefährdet. Befreie dich von deiner Furcht, Malash. Die Erlösung steht bevor. Dein Universum wird von allem Leiden erlöst werden. Bereite dein Volk auf den Krieg vor und erwarte meine Befehle. Wie ihr befehlt. Die Tal'Darim sind Amon ergeben. Sie rüsten zum Krieg. Wir kommen zu spät. Es besteht immer noch Hoffnung, Zeratul. Dieser Mechanismus. Die Tal'Darim verwenden ihn, um mit Amon zu kommunizieren. Ja, wenn wir ihn zerstören, können wir Amons Truppen lange genug aufhalten, um Artanis zu warnen. Ich werde mich darum kümmern. Der dunkle Prälat ist in der Nähe. Findet ihn! Ich habe da zwei Templer gesehen. Und ich meine nicht meine. Deshalb glaube ich, dass wir die auch benutzen sollten gegen den ihre Templer. So, dann können wir doch mal hier ordentlich draufhauen.
Na, so geht das doch. Finde ich gut. Mal schauen, was es hier so gibt. Die Auserwählten werden über euch herfallen. Euch gehört anscheinend nicht so viel. Ergebenheit. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich rette mal die Templer und versuche, den Observer zu snipen. Das klappt natürlich auch schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, es ist gar nicht nötig, dass ich irgendwas verstecke. Ich glaube, da war jetzt noch ein Koloss. Und jetzt nicht mehr. Ja, super. Hätten wir das Problem auch gelöst. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Lass mal mit Zeratul wieder die Gegend erkunden. Unser Leben für den Meister. Ich werde. Ja, können wir einfach lösen. Erleuchtet. Wir sind eins mit dem. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich suche. Ich bringe Weisheit. Na gut. In einer Zeit des Chaos. Wir aktivieren das Schild. Ich werde meine und kommen auch so super durch. Schwer wie dennoch. Meine Bürde. Eigentlich wollte ich mit dem hier vorwärts gehen. Ich glaube, die Templer, die machen 9 Schaden. Die haben den Angriff. Aber ich glaube, das schaffen wir. Löscht sie aus. So, gerade das Schild aktiviert. Dann können wir da den Arken vernichten. Ich bringe Weisheit. Sogar bevor er fertig ist. Den auch. Dann können den Rest meiner Einheiten schon mal nachrücken. Und hier unten gibt es einen Gang. Da gibt es einen Gang. Aber ich glaube, hier unten gibt es die extra Units. Und die will ich doch am ehesten. Das sollte das letzte Taldarin-Geschütz sein. Den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Na super. Das klappt gut. Wir dürfen nicht zahlen. Ist nur ein bisschen uncool, wie viel Schaden das Dreckszahl macht. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. So, warten mal, bis das nächste Schild fertig ist und springen dann mal rüber. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Sprecht ihr mich an? So, weg damit. So, der ist auch ein bisschen HP verloren, aber alles im grünen Bereich noch. So, weg damit. Ich suche den Pfad. Die Partikelkanonen wurden zerstört. Ich sende euch die letzte verfügbare Verstärkung. Oder auch nicht. Kämpft ehrenhaft. Ach, da drüben. Wieder ein paar Templer. Na gut, die Templer haben es jetzt einmal geholfen. Besser als gar nicht. Deswegen nehme ich auch die anderen hier wieder. Ich suche den Pfad der Erlösung. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Wir dürfen nicht zahlen. Und der Rest ist jetzt noch da hinten. Ja, super sauber. In Arudin, Rashadar. Dann Stellung halten. Wer wiegt meine Bürde? In Arudin, Rashadar. Zugdash Salon. Euch gehört. Nein, ich trau mich nicht so ganz rein. Aber klappt. Ich werde meine Lust. Ich bringe Weisheit. Super. Wieder mit Zeratul was gelöst. Und auf Wiedersehen. Licht aus. Dieser Ort ist von mächtiger Energie erfüllt. Es ist, als sei der Tempel direkt mit der Lehre selbst verbunden. Endlich habe ich euch da, wo ich euch haben wollte, Nerazim. Taldarin, der einzig wahre Gott, verlangt ihren Tod. Wagt es nicht, ihn zu enttäuschen. Oh Mann, wir haben es hier mit einer Menge Feinde zu tun. Sprecht ihr. Aber ich bin mal wieder zuversichtlich, wie immer eigentlich. Ich werde einen schwer wiegt mein Erklärung. Na, weg! Ich bringe Weisheit. Jetzt habe ich genug Schild und Schaden. Ja, die machen wir auch noch platt. So, weg damit. Ja, ich würde sagen, lass mal die Jungs mal kommen. Wobei, lass mal die Jungs mal ohne kommen. Die haben keinen Observer hier. Deswegen kann ich die einfach vernichten. Oh Gott. Weg!
Ich bringe Weisheit. Ja, da kommen ganz große böse Einheiten auf uns zu. Das gefällt mir erstmal gar nicht. Beim Zeratul hat gerade fast kassiert. Ehre den Dai. Unsere Gedanken. Ich glaube, ein bisschen Meatshield könnte nicht helfen. Könnte gut helfen. Wir brauchen Meatshield. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Mehr als alles andere. Wiegt meine Bürde. Schon sagt. Die Verschmelzung ist angeschlossen. So, weg damit. Ja, das sieht super aus. Jetzt haben wir noch da die Kollegen. Aber auch die können wir wahrscheinlich jetzt locker weg DPSen, weil die kennen wir ja auch schon. Und dann haben wir hier noch eine einzelne Cannon, die sich irgendwo verirrt hat. Ein Observer. Damit sollten wir eigentlich good to go sein, würde ich sagen. Machen wir das Ding mal kaputt. Es ist vollbracht. Die Taldarim sind der Führung Amons beraubt. Etwas Ungewöhnliches geht hier vor sich. Ich registriere eine starke Schwankung von leeren Energie. Zeratul, der Schlüsselstein geleitet euch zur Hoffnung. Tassadar! Wie kann das sein? Talis, mir wurde eine Vision von der anderen Seite zuteil. Ein Weg zu unserer Erlösung. Muss das sein? Eure Erlösung wird allein durch meine Hand kommen. Ich werde eurem Leiden ein Ende setzen. Amon bringt den Tempel zum Einsturz. Ich muss diesen Ort sofort verlassen. Ja, klingt nach einer Zeitmission, deswegen gehe ich auch direkt los. Meine Krieger und ich haben uns ins Innere des Tempels vorgekämpft und halten die Stellung gegen die Taldarim. Schlagt euch bis zu uns durch. Schnell! Ich bin auf dem Weg. Ja, mit solchen Missionen ist in StarCraft und Blizzard-Spielen generell nicht zu spaßen, wo es auf Zeit geht. Deswegen machen wir Volldampf hier. Ich glaube, ich habe einen Stalker verloren. So. Ja, das tat weh, das Ding. Ah, die halten aber nicht so viel aus wie Originale. Die komischen Schatten hier. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Das da ist allerdings sehr schlecht. Dieser Übergang ist eingestürzt. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Schnell. So, machen wir hier alles kaputt. So. Lass ab von deinem sinnlosen Kreuzzug, mit dem du das Leiden des Daseins zu verlängern trachtest. Wehe dich nicht länger. Lass mich nicht befreien. So, die sind alle down. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ich bin so ein bisschen auf dem Sprung hier. Ich laufe mal durch, weil genau, hier war eine Klippe. So, machen wir die mal kaputt. Oh Gott, da werden ja immer mehr. Weg hier. Sehr grausam. Auch hier rennen wir mal einfach durch. Dann sei Dank, dieser Weg ist nicht blockiert. Talis, ich habe euch fast erreicht. Ja, ich habe so ein bisschen Angst gerade, dass ich das zeitlich nicht schaffe. Ich erfasse jetzt euer Signal. Tschüss, Stalker. Keine Zeit mehr, Zeratul. Flüchtet. Er sieht aber machbar aus, ja? Ich werde mich um die Taldarim kümmern. Die Stalker haben sich geopfert. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Geht jetzt. Berichtet dem Hierarchen davon, was heute hier geschehen ist. Ach, das ist Talis. Talis,
unser Volk wird die Schuld, in der es euch gegenübersteht, niemals vergelten können. Für Ayur! Die sich voll abgreift. Das Böse ist der Macht, brutal. Ja, brutal war es auf jeden Fall. Also, Zeitdruck am Ende. Gut, wir hatten noch eine Minute Zeit. Ich hätte vielleicht nicht durchrushen müssen gegen Ende, aber es hat ganz gut geklappt. Ich würde sagen, das war die Mission für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin noch viel Spaß. Uns fehlt noch die Offenbarung der Prophezeiung. Nun schließlich sind alle Teile der Prophezeiung erfüllt. Doch durch ein großes Opfer wurde uns Hoffnung gewährt. Eine Vision der Xel'Naga weist einen Weg, die drohende Vernichtung abzuwenden. Nun kehre ich zu meinem Volk zurück. Sie werden mein Handeln nicht verstehen, doch ich werde mich ihrem Urteil stellen und sie überzeugen. Denn einzig Artanis, der junge Hierarch der Protoss, kann die verschiedenen Fraktionen vereinen, bevor Amons Zorn die Galaxie verschlingt. Ja, und das war's auch schon mit der Offenbarung einer Prophezeiung. Ja, das war Whispers of Oblivion, Stimmen aus dem Abgrund, ist es, glaube ich, im Deutschen. Oder Stimmen der Verdammnis, irgendwie so. Ich wüsste es jetzt gar nicht im Deutschen. Wie heißt es im Deutschen? Stimmen des Untergangs, ja. Das war der Prolog und ich würde sagen, am 10. November, spätestens am 11. seht ihr dann bei mir die erste Folge von Legacy of the Void, der Hauptkampagne. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin noch, viel Spaß.